Die Krise ist in aller Munde. Corona hier, Corona dort. Die entscheidende Frage ist, wie kommt man jetzt eigentlich wirklich gut durch eine Krise? Robert, was ist das Entscheidende, um eine Krise erfolgreich zu bewältigen? Es gibt eine ganz einfache Antwort ist und die lautet: Entfache deinen Kriegergeist. Was ist ein Krieger? Ein Krieger ist ein Mensch, der einfach Herausforderungen annimmt und sich Situationen stellt, so wie sie sich eben stellen. Du schaust dir manchmal ganz gern Armwrestling. Ist ein lustiges Thema, aber was ist das Entscheidende? Was unterscheidet den Gewinner vom Verlierer? Ja, das Entscheidende ist, es ist nicht von Kraft abhängig. It's not about power. Natürlich auch, aber im Wesentlichen ist eine mentale Stärke. Die Leute, die da ein ganz starkes Durchhaltevermögen haben, da glaubt man, die sind schon fast sozusagen am Ende, sind fast nach unten gedrückt und trotzdem haben die eine enorme Widerstandskraft, ein Durchhaltevermögen, das beneidenswert ist und das gefällt mir. Das ist auch das, was dich fasziniert, Das eigentlich. fasziniert mich, genau. Also nicht der Sport unter Anführungszeichen per se, sondern wirklich diese Die Charakterstärke, die. Charakterstärke des Ja. Durchhaltevermögens und da gibt es oft Leute, die haben dreimal so einen großen Bizeps, wobei es nicht um einen Bizeps geht, sondern um den Unterarm, das ist nebenbei gesagt. Ja, das glauben viele. Aber die haben von der Muskulatur wesentlich schwächer und trotzdem gewinnt der mit der vordergründig schwächeren Muskulatur, weil er eine Technik hat und eine mentale Stärke. Ja. Und Technik heißt nichts anderes, er hat ein Konzept, er hat einen Plan. Er kann gut beobachten, wo sind die Schwächen des Gegners und die nützt er. Oder auch sie erbarmungslos aus. Gibt ja auch Frauen, die das Auch machen. Frauen, die Genau, Armwrestling ja. machen, ja. Schauen wir uns überhaupt nochmal genauer an. Also, was macht jetzt wirklich ein Krieger aus? Also, ein Krieger nimmt Herausforderungen zum Beispiel an. Also, ich hab immer diesen Spruch im Kopf, dass, ich glaube, das ist aus einem Castaneda-Buch, dass ein normaler Mensch empfindet alles, was ihm passiert, entweder als Segen oder als Fluch, während ein Krieger oder auch eine Kriegerin natürlich alles als Herausforderung sieht. Das heißt, die stellen sich einfach dem und fragen sich nicht lang, ist das jetzt angenehm oder ist es nicht Oder angenehm? gerecht oder ungerecht. Also die Ja, Welt, sage ich, genau. ist fürchterlich ungerecht. Das ist nicht gerecht. Ja? Wir haben keine gerechte Welt. Ja. Aber wir können die Welt so annehmen, wie sie ist, mit all dem, wie sie sich uns zeigt, uns bietet. Und darauf reagieren wir. Und das ist dieses Verantwortung übernehmen, Antworten auf eine Situation, die sich stellt. Das heißt, man kann das, was im Außen passiert, tatsächlich oft nicht kontrollieren, aber man kann kontrollieren, wie man dann eigentlich Darauf darauf reagiert. antwortet. Genau, Ja. und da braucht es auch eine Entwicklung. Das ist ähnlich auch wieder Ja. so ein Armwrestling-Muskel, Ja. ein mentaler Muskel, den man Ja. trainiert und schaut, was kann ich in dieser oder jener Situation einfach machen. Man wird kreativ, man beobachtet wach, man schaut genau hin, man bildet sich seine eigene Meinung. Also es ist nicht nur abhängig, was denken andere oder was sagen die Medien. Ich sage, okay, macht das für mich Sinn oder macht das für mich nicht Sinn? Und dann kann ich entsprechend meiner Fasson auf die Situation wieder reagieren und gewinne diese Macht, die ich abgegeben habe, wieder zurück. Und wenn ich dann den Fokus habe und eine lange Ausdauer, dann kann man wirklich schier Unglaubliches vollbringen. Es ist ja oft so, dass das Selbstmitleid einen dann wirklich hindert, daran aktiv zu werden. Selbstmitleid ist auch mal ganz okay. Ich denke mal, man kann sich das auch mal, Gönnen sozusagen, ja, ja. genau, ja, sie wirklich mal so ein bisschen im Selbstmitleid Suhlen, ja. suhlen oder auch auftanken, hätte ich jetzt fast gesagt. Okay, Aber ja. es muss halt wirklich eine sehr begrenzte Zeit sein. Weil danach ist es einfach wichtig, die Sachen wieder selbst in die Hand zu nehmen und gestalten zu Ja. werden. Und das heißt es nicht, natürlich gibt es reale Sachen, die blöd sind. Man Ja. hat enorm viel zu tun, man verliert vielleicht sogar seinen Job Oder Angehörige, oder ja. Angehörige, Ja. man kann sie nicht sehen, wir haben Ja. Berührungsverbot etc. Versammlungsverbot ist praktisch jetzt gegeben. Ja, also es sind enorme Einschränkungen und trotzdem gibt es Dinge, die man tun kann, innerlich tun kann, also wirklich im Inneren. Mental, ja. Mental, aber man kann auch viele Dinge tun, die man sonst vielleicht, Wirklich angehen kann, ja, ja, die man genau. nicht getan hat, die man jetzt angehen kann, ja. Und im Grunde genommen hat man ja gar keine andere Chance, oder? Also, Genau, wir haben ja nicht die Wahl. Wir können sagen, okay, jetzt treffen wir mit Freunden und gehen ins Kino oder ja. machen irgendwie ein tolles Fest, eine Party, eine Stimmung, gehen zu einem Konzert, was auch immer. Also die Frage ist eigentlich, was kann ich jetzt tun? Ja, Genau. wie kann ich jetzt selbstgestaltend werden in der ganzen Situation? Überlegen wir noch ein bisschen so diesen Archetyp des Kriegers. Wenn wir uns den nochmal genauer anschauen, was zeichnet jetzt wirklich ein Archetyp aus? Also vielleicht da kurz dazu gesagt, diese alten Archetypen oder auch Märchen sind ja extrem kraftgebend und auch orientierunggebend. Gerade in so Krisen, also Märchen haben ja früher wirklich diese Funktion auch gehabt,
dem Menschen mehr oder weniger einen Leitfaden zu geben, wie sie gut durchs Leben kommen. Ich meine, wenn man unser heutiges Leben anschaut, egal jetzt welche Krise, leben ja wir eigentlich nach wie vor ein sehr gutes Leben, zumindest bei uns da in Mitteleuropa, also die meisten halt von uns. Und trotzdem haben sie ja früher wirklich große Krisen durchstehen müssen und da waren eben Märchen wirklich so, ja, eben wie schon gesagt. Haltgebend und führendgebend, ja. Aber auch einen Plan, wie man auf etwas reagieren kann. Also ich würde jetzt fast gern ganz spontan trotzdem das Herr-der-Ringe-Thema einbringen, weil es einfach so faszinierend ist. In Herr der Ringe, das ist eigentlich eine Heldenreise. Ja, die Christine wird gleich mehr dazu sagen. Ich will sie nicht wegnehmen, weil das eines ihrer Lieblingsthemen ist. Aber es geht darum, dass sich der Frodo, der macht sich auf und will diese Aufgabe, die sich da stellt, überhaupt nicht annehmen. Die wird ihm sozusagen zugeschanzt. Ja. Ja, das ist einfach immer eine Herausforderung, die man eigentlich nicht will. Und trotzdem muss man sie annehmen und muss weitergehen. Das übergebe ich es um die. Also das Spannende daran ist ja eigentlich, im Buch ist es ja noch, kommt es noch viel stärker raus. Im Film tritt ja der Frodo seine Reise relativ willig an. Das ist aber im Buch eigentlich überhaupt nicht der Fall. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es sind oder 30 Jahre, wo er nicht aufbrechen will. Und dann bricht er wirklich im letzten Moment auf, weil einfach der Druck dann schon so groß wird. Er weiß, er muss jetzt weg, jetzt wird es gefährlich. Ja? Und er tritt dann diese Reise unfreiwillig an. Und wird zum Helden, aber eben ohne sich das jemals ausgesucht zu haben. Und bei uns ist es ja ganz ähnlich. Wenn wir ganz ehrlich sind, viele von unseren Aufgaben, denen stellen wir uns nur halbherzig. Wir wissen meistens eigentlich ziemlich genau, was anstehen würde und wo. Aber wir tun es nicht. Aber wir tun es einfach nicht. Und der Spruch, naja, ich habe eh mein Bestes gegeben, wenn wir ehrlich sind, wer gibt schon sein Bestes? Ja. Man lässt eher den Ball flach, schiebt eine ruhige Kugel, wie man so sagt. Aber eigentlich so das Beste zu geben, das ist nicht das, was wir eigentlich tun normalerweise. Ja, genau. Und du sagst ja oft einen anderen Spruch, das Beste kommt heraus. Wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Genau. Das heißt, also gibt es einen anderen Spruch aus dem Englischen, den glaube ich, egal, when a man knows he will be hanged in a fortnight, it concentrates his mind wonderful. Also wenn jemand weiß, dass er in 14 Tagen gehängt wird, dann ist sein Verstand wundervoll konzentriert. Ja, ja, also das heißt, angesichts wirklich großen Widrigkeiten können wir wirklich unseren Geist richtig stehlen und über Schwellen drüber gehen, über die wir sonst niemals drüber gehen würden. Genau, und ohne die Herausforderung wird man es nicht tun. Das ist das Entscheidende. Genau. Ja. Es ist leider so, dass wir leider sehr bequem sind und das einfach nicht angehen. Aber vielleicht nur kurz zurück zur Heldenreise. Mhm. Also der Held muss einfach hinaus in die Herausforderung. Er muss auch hinab in die Tiefen, muss seinen Schatten begegnen. Das wird in den Märchen oder eben zum Beispiel in Herr der Ringe oft auch durch dunkle Umgebungen oder irgendwelche... Ja, der Kampf mit dem Drachen, das ist ein klassisches Motiv, ne, wie das auch im Herr der Ringe, wo der Gandalf dann nochmal kämpfen muss mit diesem Wesen aus der Unterwelt. Genau, also man kommt in dunkle, unheimliche Gegenden, es ist unsicher und irgendwann ist man dann auch völlig allein. Meistens hat man schon zuerst einmal Gefährten, also wie das auch im Herr der Ringe ist mit der Gefährtenschaft. Aber dann irgendwann den letzten Schritt des Weges muss man zuerst einmal allein gehen, auch wenn dann wieder unverhofft Hilfe von irgendwo herkommt. Mhm. Das heißt, auch das Risiko eingehen, mal alleine zu sein, ohne fremde Unterstützung und trotzdem auf Ressourcen zurückgreifen zu können, die man erst in der Situation oft realisiert, dass die da sind. Ja, das ist das Ziel. Das ist die Herausforderung. Und gerade jetzt in der Corona-Krise sind ja viele tatsächlich irgendwo zu Hause allein eingesperrt. Das ist dann halt diese Quest, nennen das auch viele, also diese Suche, diese Herausforderung. Oder früher war es ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das geheißen hat, also die Vision Quest, wenn man wirklich in die Wildnis hinausgegangen ist, in vielen Urvölkern ist es nach wie vor üblich, dass man in die Dunkelheit, in den Wald hinausgeht, ganz alleine, wo ja die reale Gefahr besteht, dass es irgendwelche Raubtiere gibt, die ihn auch angreifen können und sich dieser Angst einfach ganz bewusst auch mal stellt. Also bei uns ist es ja friedlicher geworden, wenn wir wandern gehen oder spazieren gehen, begegnen wir vielleicht noch einer Mufflonherde, was eh schon ungewöhnlich ist. Die sind auch so gehörnte Tiere mit solchen Hörnern oder solche. Und das kann schon ganz schön bedrohlich sein, wenn die da mit einem Zapazunder vorbeirauschen und laufen. Ja, das ist beeindruckend, aber das sind unsere kleinen Herausforderungen, aber sozusagen lächerlich im Vergleich zu dem, was früher der Fall war.
Ich habe mir das vor kurzem auch gedacht, dass es tatsächlich so ist, dass also praktisch was für Luxussorgen wir haben, wenn man das jetzt vergleicht zu den Menschen vor, weiß nicht, 500 Jahren oder so, Ja. mit was die wirklich konfrontiert waren, ja, und die sich dem auch stellen konnten. Und Ja. wir sind ein bisschen, Wir wenn man brauchen gar das, nicht so weit zurückgehen, auch in unserer Zeit. Also wir haben ja ja, unlängst stimmt, was ja. geschaut, ist, wie da Berlin zerstört wurde im Krieg Ja, und wie es dann wieder ja, aufgebaut wurde. ja. Und ich war da sehr berührt und gerührt von den Menschen, was die alles auf sich genommen, Ja. welcher Akribie, Durchhaltevermögen, langen Atmen, Geduld, Hungerleiden etc., wie die dieses Berlin wieder aufgebaut haben. Das war faszinierend und großartig. Nicht? Und wir müssen Luxus sagen, okay, haben wir genug zum Essen für 3 Wochen oder für 4 Wochen? Also es ist absurd, ja. Und das, was wir als genug bezeichnen würden, Ja, wäre da wären die wahrscheinlich. hätten da, die haben für trockenes Brot stellen sich die einen ganzen Tag lang an. Ja, Also ja. wow. Und der Mensch hat Ja. eigentlich viel mehr Kraft in sich, als Ja. er eigentlich glaubt. Und Ja. diese Kraft kommt eigentlich erst zum Ausdruck dann, wenn man eigentlich, ja, eben, wie du gesagt hast, mit dem Rücken zur Wand steht. Schauen wir uns trotzdem an, was sind trotzdem auch nur Eigenschaften von einem Krieger? Also mir fällt zum Beispiel ein Krieger muss auch über sich selbst lachen können. Humor, ganz Ja, wichtig. Also, genau. wir nehmen uns ja alle unglaublich wichtig. Nicht? Und zu sagen, okay, über unsere kleinen Sorgen, eigentlich müssten wir herzhaft lachen, tun wir dann nicht, weil wir uns ja so ernst nehmen, so wichtig nehmen, als wäre das das Schlimmste auf der Welt, wenn das Essen nicht pünktlich auf dem Tisch steht oder irgendeine sinnlose Kleinigkeit. Über sich selbst lachen und gleichzeitig auch sich selbst gut kennen, ist auch ein Riesenvorteil. Seine eigenen Stärken und Schwächen kennen und trotzdem vielleicht, obwohl man vielleicht sogar von irgendwelchen Schwächen Bescheid weiß, dass man trotzdem hineingeht. Auch wenn man weiß, ja, eigentlich ist mir das eine Nummer zu groß, Genau, aber ich geh hinein, ja. also gerade die Herausforderungen, die um eine kleine Nummer zu groß sind, sind super, wenn man sich's aussuchen kann. Wenn man sich's nicht aussuchen kann, geht man trotzdem hinein Ja. und hoffentlich siegreich, weil erfolgreich ist der oder die, die dort weitermacht, wo die Erfolglose aufgehört hat. Genau. Und da kommt dann auch so ein bisschen dieses Vertrauen ins Leben, Vertrauen in Gott, Vertrauen in irgendwas, übernatürliche Führung kommt da noch dazu. Und wer es nicht Also, ausprobiert, wird es nicht erfahren. Also wer sich immer scheut und den bequemen, den leichten Weg, auch den Weg ohne Leiden gehen will, absichtsvoll, der wird scheitern oder die. Das funktioniert nicht. Leben ist anders. Ein Krieger geht für mich auch sehr, sehr bewusst mit seinen Energieressourcen um. Das heißt, Haushalten, er ja. haushaltet, ja. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel in der Wildnis draußen unterwegs ist, muss man ja sehr genau haushalten mit seiner Energie. Man muss genau wissen, wann baut man sich einen Unterschlupf, wann geht man auf die Jagd, wann braucht man wieder Wasser oder so. Also das heißt, man muss viel präziser einfach mit dem, was man hat, also nicht vielleicht nur Energieressourcen, sondern generell mit dem, was man hat, halt einfach umgehen lernen. Ja, da gehört dann auch sowas wie Disziplin einfach auch dazu, Disziplin, Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen, Ausdauer, Geduld. Ja, genau. Auch die Bereitschaft, einmal auf Bedürfnisse zu verzichten und nicht gleich deswegen einzuknicken. Also das ist vielleicht da noch ein Genau, wichtiger Punkt. Bedürfnisverzicht ist ohnehin etwas, was Ja. wichtig ist in unserer Zeit. Das kann man vieles, was uns sonst vertraut war, was man unseren Alltag geprägt hat, nicht mehr tun. Und plötzlich sieht das Leben anders aus, weil ich diese normalen, gewohnten Abläufe, die das Leben einfach so hat und die uns vertraut sind, die sind nicht mehr da. Was mache ich jetzt? Da sind wir überhaupt bei einem Punkt, weil gerade angesichts so einer Situation geht es einem ja oft so, dass man damit konfrontiert ist, dass einfach die Emotionen hochkochen in die eine oder andere Weise. Es kann auch ein niedergeschlagen sein, frustriert sein oder wütend sein, sich ungerecht behandelt fühlen und so weiter. Das heißt, die Emotionen sind da halt so ganz ein wichtiger Punkt, dass man die meistern kann und auch kontrollieren kann Genau, eigentlich, also ja. das Emotionen kontrollieren lernen ist generell, glaube ich, ein Reifegrad für den Menschen. Also wir sind ja sehr abhängig von Impulsen. Ja? Ob das jetzt irgendein Impuls ist, ich will mal was Süßes kaufen oder ich will irgendwas anderes gerade haben. Ja? Und dass man da einfach lernt, diesen Bedürfnisverzicht, weil das stärkt diese Kontrollfähigkeit der eigenen Emotionen. Und wenn wir es nur impulsgesteuert agieren, kriegen wir nie eine innere Stärke. Du nennst es immer die Kick and Need People, gell? Genau, Ja, diese also Kick and Need People, ja. Kick ist eh verstanden, Need Bedürfnis, also das hat Brauchen. Also Leute, die mir etwas brauchen, ja. entweder einen Kick oder also Kick ist so ein spezielles Brauchen oder Ja. halt irgendwie, ah, wo kriege ich was für mich? Ja, Ja. genau. Und also die Emotionen zu meistern, das ist ja generell so eine wichtige Sache. Wenn man das natürlich vorher nie geübt hat, dann wird es ein bisschen schwierig. Also auf das sind wir Ja. eh schon öfters eingegangen und werden auch noch oft drauf eingehen. Jetzt ist ja der ideale Zeitpunkt, jetzt müssen wir alle auf Ja. vieles verzichten, weil es nicht mehr so gewohnt abläuft, wie wir es gewohnt sind.
aber eben nicht nur das Verzichten, sondern einfach auch, wie kann ich praktisch trotzdem meine Emotionen, also wenn ich jetzt zum Beispiel niedergeschlagen bin, ich habe meinen Job verloren, meinem Unternehmen geht schlecht, keine Ahnung, irgendwelche Angehörigen sind gerade erkrankt, dann ist es ja absolut verständlich, dass man emotional auch zusammenknickt. Mhm. Ja? Und es ist nicht so, dass das dann von außen kommt, dass man sich plötzlich wieder aufrafft, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Also ich merke das selbst, ich bin selber wirklich sehr am Experimentieren mit diesem Thema. Dieses immer wieder sich neu auf eine positive Lebenseinstellung ausrichten. Und das hat nichts damit zu tun, dass man tatsächlich so gut drauf ist, ja? Sondern das ist vielmehr mit einer Entscheidung zu tun. Genau, also ich glaube auch, dass die Entscheidung dafür das Entscheidende ist, und automatisch, wenn ich mich dafür entscheide, wird es besser. Man geht automatisch, wenn man den Fokus hält, egal auf welches Thema es geht, in diese Richtung, auf die ich mich fokussiere. Genau, und das muss man einfach wirklich üben. Da werden wir sicher noch Videos dazu machen. Mhm. Weil wie kann ich wirklich ganz konkret meine Emotionen kontrollieren lernen? Und dieses Getriebensein, das wir alle erleben, da ist ein Impuls von außen und ich reagiere. Das ist immer ein reaktives Verhalten und kein aktives Verhalten. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Was da vielleicht generell so ein bisschen das Problem ist, ist, dass wir uns einfach immer sehr stark auf uns fokussieren. Mhm. Also das heißt, wir haben ganz stark den Fokus auf das, wie geht's mir, was brauche ich, was habe ich oder habe ich nicht. Dann das Mangelbewusstsein dazu. Also immer dieser Fokus auf uns. Ja? Mhm. Und eigentlich ist es interessant, dass wir eigentlich Kraft dadurch kriegen, dass wir den Fokus von uns weglenken und auf etwas anderes. Genau, also, das haben wir im letzten Video auch schon gehabt, dass die Leute, die im KZ überlebt haben, das waren auf die, die sich um andere gekümmert haben, obwohl es ihnen selbst genauso schlecht oder vielleicht sogar schlechter gegangen ist. Und daraus können wir wirklich lernen, es ist notwendig, dass wir den Fokus von uns weglenken auf andere und für andere etwas tun. Mhm. Also für mich hat der Krieger auch immer etwas, dass der sich sich zurücknimmt und dass er seinen Fokus also entweder auf andere hat oder auf ein Werk oder eine Berufung, eine Aufgabe, also etwas, was er erfüllen will, etwas, das weit über einen selbst hinausgeht. Das ist ja wieder der Bezug zur Heldenreise, weil der Held hat auch ein großes, höheres Ziel, für das er sich einsetzt oder sie sich einsetzt. Und das motiviert und gibt diese innere Kraft und diese innere Ausrichtung, die es braucht. Genau, also wenn man im Herr der Ringe wieder verwendet, der Frodo weiß, er muss diesen Ring zerstören. Er hat auch keine Wahl. Er hat keine Wahl. Also wie er dann den Ring dann letztendlich dann ja noch einmal annimmt, ist es eigentlich wirklich aus dieser Not heraus, weil er merkt, alle anderen, die eigentlich größer, stärker und wissender sind als er, streiten sich nur sinnlos und dann sagt er halt einfach zur Not, okay, dann nehme ich ihn halt. Mhm. Und plötzlich hat er die Aufgabe, also zuerst bringt er ihn ja nur in dieses Rivendell, aber danach hat er plötzlich die Aufgabe wirklich übernommen, und er weiß eigentlich selbst nicht, warum er das jetzt gesagt hat, das hat er einfach aus dieser Notwendigkeit heraus gesagt und plötzlich hat er sie, Aber er weiß, dass er diese Aufgabe annehmen muss und dass er sie auch zu Ende bringen muss und dass es auch keinen Sinn hat, zu sagen, es geht mir nichts an, interessiert mich nicht, weil dann geht er selber drauf und alle, die er liebt, auch. Ja? Genau. Und wichtig ist auch, wir wachsen mit der Aufgabe. Mhm. Oft ist es so, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wie soll ich das jetzt schaffen? Ja. Und da geht es vielen Menschen so und ich habe auch viele Krisen in meinem Leben erlebt und würde sagen, ich bin durch jede Krise gewachsen und letztlich erfolgreich hervorgegangen. Warum? Weil ich meinen Fokus und meine Ausrichtung bewahrt habe und irgendwann entsteht dann in dem Prozess diese Kraft und diese Energie, wo man sich fragt, warum habe ich das plötzlich? Mhm. Warum funktioniert es? Warum bin ich da durchgegangen? Genau. Das heißt ja nicht immer, dass man immer schon weiß, was genau zu tun ist. Genau. Das ist oft eine Reise, auch für Frodo war es eine Reise ins Ungewisse. Ja, aber man hat einfach diese Entschlossenheit, dass man weitergeht. Und irgendwie entsteht dann auch daraus ein Plan. Mhm. Beziehungsweise vielleicht ist es auch so, dass man eher so eine Art Strategie hat, wie man selbst damit umgeht. Also man weiß vielleicht noch nicht, was jetzt der Weg zum Ziel ist, aber man weiß, was für Strategien habe ich, um dran zu bleiben oder was für Strategien habe ich, um meine Emotionen zu meistern. Mhm. Also zum Beispiel prozessbegleitend, oder? Genau, also man hat zwar vielleicht die Antworten in dem Sinn noch nicht, aber zum Beispiel eine ganz banale Strategie ist zum Beispiel Musik aufzulegen. Also wenn ich in einer schlechten Stimmung bin, dann hilft mir manchmal Musik einfach, um aus diesen Tiefen wieder rauszukommen. Mhm. Das ist eine Strategie.
Das heißt, ich habe eine Strategie, wo ich weiß, wenn ich schlecht drauf bin, lege ich mir einfach eine Musik auf und tanze. Ja? Mhm. Also das ist eine Strategie, die zwar jetzt in dem Sinn nichts zur Zielerfüllung beiträgt, aber dazu beiträgt, dass ich wieder meinen Kriegergeist erwecke und einfach wieder in eine positive Stimmung komme und dann einfach wieder leichter zu Lösungen finde. Mhm. Genau, gut, dass du erklärt hast mit einem Beispiel. Ja. Ja. Mhm. Haben wir noch irgendwelche Sachen, die wir jetzt vergessen haben? Ich glaube, wir haben im Wesentlichen die Dinge gesagt, die wir sagen wollten. Ja. Ich glaube, wir können uns das Ganze in Ruhe verabschieden, ja, in diesem genau. Video. Und uns freuen, wenn euch einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefällt. Oder leitet es auch weiter. Genau, und wenn euch das generell gefällt, dann hinterlasst einfach ein Abo. Und wir freuen uns einfach auch sehr, wenn ihr uns sagt, wie ihr jetzt wirklich unmittelbar mit dieser Krise umgeht. Schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt ja gerne Fragen stellen. Wir machen gerne auch Q&A, also Question and Answer Videos. Ja. Ja. Und genau, freuen uns einfach, wenn wir uns sehen im nächsten Video. Tschüss, Baba. Baba.